Und ich habe keine Verbündeten, oder? Nein, ich habe keine Verbündeten. Gegen Französisch Brasilien, Französisch Kolumbien und Lüttich. Ah, Lüttich ist hier oben. Okay. Wir haben eine Chance. Trotzdem versuche ich, sofort es geht, die zu besiegen. Okay. Also truppenanzahlmäßig sind wir, glaube ich, nicht unterlegen. So, ich schicke die mal dahin. Da schicke ich auch noch mal welche hin. Ich kann wahrscheinlich nicht hinkommen, ne? Ne, ich kann nicht hinkommen. Muss ich darauf hoffen, dass die Truppen rechtzeitig da sind. Ah, stimmt, die haben noch eine bessere Technologie. Alter, wie viel sind die denn besser? 18 und 15. Okay, es macht auf jeden Fall schon deutlichen Unterschied aus. Okay, scheiß drauf, ich brauche hier gerade ein Darlehen. Was ist meine Maximaltruppenanzahl? Noch genau 20, mehr oder weniger. Also, mehr oder weniger genau. So meine ich das. So. Ich schicke die mal alle an die Grenze gerade. Verdammt, ich hätte nicht direkt an die Grenze tun sollen. Nein, 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 nein. Hör auf. Ja, so ist gut. Zehntausend sollen wieder darüber gehen. Sind sie bei 30.000? Fuck, 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 fuck. Ich kann hier nicht mehr entkommen. Habe ich irgendwo noch Truppen rumstehen? Ich glaube, die sind da alle schon. Bis auf die hier. Die würde ich gerne auch da lassen. Scheiße. Niemand wäre auch nett genug zu mir, um mir Bündnis jetzt beizutreten, ne? Weil ich gerade im Krieg bin. Mann, ey, hätte ich nur davor ein Bündnis aufgenommen. Ich dachte, ich wäre mit denen noch im Bündnis, zumindest mit England. So, so, ich werde hier nochmal 20.000 rekrutieren. Oh, diesmal haben sie es überlebt. Schon mal ein Anfang. Komm, ich brauche administrative Macht. Schicken wir dahin und dahin. Alter, willst du mich verarschen?
Okay, ich brauche Anführer. Keine schlechten Anführer. Den nehme ich mal, der ist halbwegs okay. So, die sollen mal zu zweit die hier angreifen. Hier kriege ich mit dir. Nee. Die kriegen mal einen besseren. Hier den hier. Und die mit 10.000 kriegen den schlechteren. Und. Alter, die haben 3 Sterne. Okay, eins, das habe ich gewonnen. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Scheiße, was mache ich jetzt? Das werden wahrscheinlich wieder zwei Folgen werden. Die muss ich mir beide zu einer machen. Ich glaube, ich riskiere es. Ich muss aber noch mehr machen. Muss darauf hoffen, dass ich gute bekomme. Weil ich habe ehrlich gesagt gerade nur Schrott bekommen, glaube ich. Alter, die komplette Armee wurde einfach ausgelöscht. Alles klar. Okay, was willst du haben? Was willst du haben? Was willst du haben? Ich ihn vorschlagen, was ist das? Okay, ich trete das ab, trinke das an Hinao ab. Was ist das denn? Ach, das hier oben muss ich auch abtreten. Okay. Wann ist der letzte Autosave? Scheiße. Ey, ganz ehrlich, das werde ich nicht gewinnen. Oh, jetzt sind es 5 Jahresabstände, ich glaube schon. Aber 25 müsste, glaube ich, reichen. Okay, beleidige ich mich ruhig als Cheater von mir aus in den Kommentaren. Ja, ich glaube, ich habe es verdient. Ja. So, ist das mal bald fertig geladen? So, jetzt ist es fertig geladen. Okay, noch befinden wir uns im Frieden. So. Ah, hier waren wir. So. Dann schicke ich mal den dahin. Österreich würde Bündnis annehmen. England ist noch im Bündnis drin. Wie ist es mit Brandenburg? Ich muss einen Tag warten. Okay. Wie sieht es aus? 2 von 4. Komm, dann machen wir hier den mit Ungarn auf jeden Fall noch eins. Und. Ja, wen nehmen wir noch? Brandenburg will nicht. So, ich hoffe, die sind rechtzeitig fertig. Da kommt rechtzeitig an, meine ich. Oh, zum Glück. Diesmal habe ich sie nicht verloren. Die beiden Gebiete. Also eins von den beiden meine ich. Also das hier habe ich ja davor verloren gehabt.
So. Genau. Die gehen jetzt nach oben. Und ich hoffe einfach mal, dass das diesmal besser läuft. So. Am besten trauen sie sich nicht mal, mit mir in einen Krieg zu gehen. Ich bring sie trotzdem schon mal hier in Position. So. Wie viel können wir maximal? 110 von 110 haben wir, okay. Dann reizen wir schon das Maximum aus. Okay, genau, hier hat England seine. Ich war auch verbündet mit England, merke ich gerade. England hat mich einfach so. Habe ich hintergangen. So wie ich die Leute eigentlich immer hintergehe. So, gucken. Okay, wir hatten 27 auf jeden Fall. Also wenn wir es spätestens, sagen wir Juli 27 haben, dann wissen wir, dass wir durch unsere Bündnisse das effektiv verhindert haben, den Angriff. Ah, hier, die entfernen sich auf jeden Fall von uns und gehen in Richtung Venedig, würde ich jetzt sagen. Vielleicht auch Provinz. England hat Portugal den Krieg erklärt. Ja, Portugal ist eh nur so eine kleine oder sowas Kleines. Stand Adel gewinnt. Na, nee, oder ignoriert sie. So, musste ich kurz niesen. Komm, verlieren wir mal ein Stabilität. Das ist nicht so wichtig gerade. Ich würde sagen, wir müssen aber deutlich an Technologie zulegen, gerade in Richtung militärisch. So, machen wir mal weiter. Scheint so, als hätten wir es wirklich effektiv verhindert. Na, führen die trotzdem gegen wen? Ja, führen jetzt gegen Polen Krieg, siehst du? So, gucken wir mal nach. Adel verliert den Einfluss, das ist auf jeden Fall nicht schlecht. So. Das haben wir und danach kommen dann hier die, wie heißen sie nochmal, Regimentscampe. Camps. Ich glaube, Camps heißt es richtig. Ansprüche erhoben. Okay, jetzt hat Frankreich Ansprüche erhoben. Korrupte Steuereintreiber. Komm, müssen wir kurz machen. Ein bisschen was ausgeben.
Bündnis erstellen? Nee, komm, lass es mal. Bestimmt kriegen die irgendwann nochmal hier Probleme mit England. Und da will ich nicht dazwischen stehen. Ich könnte es natürlich auch wieder hintergehen, aber da verliere ich hier wieder nur Prestige. So, gucken wir nach. So, braucht gar nicht mehr so viele Siedler. Nee, mit dem machen wir auch kein Bündnis. Sie sind es nicht wert. Sie sind keine hochwertigen spanischen Arbeiter, nenne ich es aber mal. So, ah, perfekt, verfügbare Staaten. Plus 5. Endlich. Das tut mir gerade so gut. So, die Küste könnte man machen. Das gehört mit denen hier noch zusammen, aber ich glaube, das lohnt sich gar nicht. Ich komme mal weiter. Hier. Ja, das lohnt sich auf jeden Fall. Das auch. Muss man das machen? Ich glaube nicht, oder? Ich mach's mal trotzdem. Ich mach das hier mal nicht. Da bin ich mir nicht sicher, ob man das machen muss. Genau das hier wollte ich noch machen. Das lohnt sich, glaube ich, nicht, oder? 0,4. Da probiere ich es lieber hier unten nochmal. Da habe ich 0,3 zwar, aber da kommen ja gleich noch zwei Gebiete dazu. Oh, wir haben noch welche. Da kommen auch mal hier. Also Senegal. Ne, das können wir nicht mehr. Dachte ich mir. So. Das muss ich dann gleich auf jeden Fall auch noch zu Kernprovinzen machen. Oder es wird gleich zur Kolonie, ich weiß es nicht. Wir werden sehen. Neue Granada. Ja, sollen lieber eins verlieren. Nicht, dass sie hier Freiheitsstreben bekommen. Das wäre nämlich unter aller Sau. Denn alle wissen, dass es, das geht gar nicht, also. Portugiesisch, ja, machen wir das. Selbsterhaltend. Okay, anscheinend reicht das hier noch nicht. Dann tun wir die auch nochmal dazu. So. Handelseinfluss global. Das ist alles so blöd. Weil wir wollen ja gerade technologisch eigentlich durchstarten. Achso, da sind wieder irgendwelche. Ah, das sind Nationalisten. Schicken wir die dahin und dafür kommen die hier und dahin.
So, ich mach mal das hier gerade. So eine Kernprovinz, das auch. Ich guck mal kurz, ob wir wieder ein bisschen Hilfe an 20 Jahre, okay, erst in 2 Jahren wieder. Hier bitten wir auch nochmal einen Beitrag. So. Das nicht. Das auch nicht. Gut, dann sind jetzt die Regimentscamper dran. Camps oder Camper klingt irgendwie so falsch. Ich glaube, das heißt Regimentcamps. Aber Camps klingt auch irgendwie. Das klingt eher so englisch und nicht so deutsch. Idun-Knuff. So. So, begeben wir mal die wieder dahin. Und der kommt wieder dahin. Und dann würde ich sagen, ich hoffe, das Video gefallen und sonst haut rein und ciao.